Einer geht noch rein. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Ja, Schleichwerbung. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 2. Meine Stimme hört sich möglicherweise etwas anders an, aber also macht nichts. Welches ist denn das Akzent? Keine Ahnung, was das ist. Okay. Wir haben genau noch ungefähr 30 Minuten Zeit für diesen Part. Nein, warum? Scheiße. Alles in Ordnung? Nein. Ja, alles okay. War ruhig schon vor. Nein. Weg am Boden. Ich schicke ihn dir auf deine Rig. Wir treffen uns an der Einrichtung. Zu Fuß. Schneller. Schneller. Oh Mann. Nachladen. Hoppala. Medikit. Ihr habt ja irgendwas mit Medikit zu geben. Da kommt eigentlich mal wieder ein Shop, frage ich mich gerade. Wie jetzt? Ich bin jetzt halt falsch gelaufen. Ne, ich darf doch hier. Orientierung verloren. Super. Ja, scheint richtig zu sein hierbei. Ist schon das Gebäude, ist gar nicht so verkehrt. Ich dachte, wir müssen Kilometer weit laufen. War das ein Huhn? Also diese Schnelldinger? Noch 28 Minuten. Mein Name ist Jones, es ist nur ein Spieletipps. Weg. Lauter Mark Herner. Ist der automatisch immer 4 ab oder? Er schießt dann automatisch 4 ab. Ich hab gedacht, die funktionieren wie Pfeile, die an. Falls so kleine Köpfe, dachte ich, jetzt kommen. Dass wir. Als hätte Danik Zeit zum Sammeln gehabt. Weil ich getan. Sollen wir Rosetta finden, wenn sie seit 200 Jahren tot ist? Moment. Da. Rosetta Labor. Es ist hier. Perfekt. Schick mir die Koordinaten. Und hoffen wir, dass wir diesen Kodex bauen können, bevor Danik uns findet. Müssen wir irgendwas hacken? Ich hab's noch drauf. Haha. Gesichert? Gesichert? Ungesichert. Also endlich. Doch unsicher. Daneben bleiben. Anzugstation. War hier nicht auch ein Shop? Die Gymnäres-Anzug angezogen. Was machen wir denn? Alter! Alter!
Nee, bin ich doch. Komm her. Fertig, oh Mann, ey. Der neue Zug ist im Durchschnitt besser als der vorherige. Cyberman. Jetzt ja, ein bisschen Cyberman. Aber ich glaube auch, dass das ist der letzte Zug. Chinese. Okay, kapiert. Das war Panzer. Ah, Panzerung. Sowieso an der letzten paar Male. Ich hab's hier nicht meinen Job. Ich war ja nur. Noch Sachen, Mini-Packs kaufen kann. Oder hab ich mir den ausgedacht? Oh. Fail. Frage. Ja, das interessiert mich nicht mehr. Nur noch wenige Minuten. In Bearbeitung. Also es gab keinen Job mehr, sondern nur noch Erstellungszeug. Ja. Hey, hätte ich das nur früher wieder gewusst. So eine Stunde 37 Minuten Spielzeit früher. Aber ist ja nicht schlimm. Hat mir auch Vorteile gebracht. Ich meine, ich hatte jetzt mehr Material als überhaupt. Zusammensetzen. Wer bist du? Nein. Laut Aufzeichnungen sind wir hier, um Rosetta zusammenzusetzen. Die haben sie in Stücke geschnitten? Oh mein Gott. Was für ein Scheißteil. Die haben sie zerschnitten? Warum? Keine Ahnung. Aber es sind schon ein paar Stücke in der Montageeinheit. Ich glaube, da vorne ist noch eins. Vorne ist noch eins. Hier müsste ein Behältnis sein, das mit dem Katalogsystem des Labors verbunden ist. Ja, da drüben.
Okay, mal sehen, ob ich es reinbekomme. Das wird doch kein Problem sein. Okay, mal sehen, ob ich das zur Montagestation schicken kann. Moment. Zwei, drei, vier Stück noch. Laut Unterlagen gibt es noch vier weitere Stücke. Diese wurden von Dr. Serrano aus der Liste ausgetragen. Die Einrichtung hat drei Gebäude. Wenn es noch weitere Stücke gibt, sind sie in einem davon. Oder in allen. Wie ich es mitbekommen habe, waren die meisten Türen versperrt. Tja, dann ist heute dein Glückstag. Sieh mal, was ich gefunden habe. Ein Sicherheitspass. Willst du es probieren? Gib mir diesen Sicherheitspass. Super, danke. Finde alles darüber heraus, wie man durch das Zusammensetzen von Rosetta einen Codex herstellt. Ich sehe mich in den Laboren um und sammle den Rest von Rosetta ein. Ja, aber wie wollen wir den transportieren, den Rest? Oh Gott. Nach unten. Offensichtlich hat diese Einrichtung drei Hauptgebäude. Das, in dem wir jetzt sind, ist Biologie. Dann gibt's noch eins für Paläontologie und eins für biologische Studien. Welches soll ich mir zuerst ansehen? Egal. Sei nur vorsichtig. Warum? Meinst du, da draußen könnte mich was fressen wollen? Das ist nicht witzig. Ich weiß. Isaac, Ende. Nee, mehr Biologie. Schon mal gesagt, dass ich Biologie hasse. Gab's die nicht auf der Decke? Sag ich ja. Ja, hier sind überall eklige Wucherungen, die auch einen Teil der Durchgänge blockieren. Sind sie organisch? Hier steht nämlich, dass es ein Sterilisationssystem gibt, das bei einer Isolierungsstörung organisch Material zerstören kann. Können wir so sehen. Die Hälfte wieder nicht verstanden. Das ist mit den Action, Horror, Action. Gaspumpe aufladen, Gaspumpe aufladen. Kann ich jetzt endlich mal vorlesen? Danke. Im Falle einer fehlschlagenden Isolierung muss eine Sterilisationsgas von der nächstgelegenen Sterilisationskabine verabreicht werden. Diese luftdichten Kammern schützen sie vor extrem ätzender Sterilisationsgas. Sämtliche ungeschützten biologisches Gewebe im betroffenen Bereich wird zersetzt. Es ist wichtig, dass die Bezugsstation für das Sterilisationsgas permanent gewartet wird. Ihre Sicherheit und die Sicherheit aller hängt davon ab. Alle anderen. Warum auch immer. Hecke. Oh Gott, Mann. Ach so. Zum Beispiel. Oh Gott. Sag mir bitte, dass das gerade wieder eine Attacke ist. Wer schießt hier? Oh. Hallo. Wir können darüber reden.
Warum bin ich Wolf? Denn eben nicht, ihr wollt nicht darüber reden. Perfekt gesagt. So, nochmal. Ab. Was passiert, wenn ich den mache? Aufzug reaktiviert. Ja, das wollen wir ja nicht. Nein. Aufzug online. Aufzug reaktiviert. Aufzug online. Und die 50. Aufzug reaktiviert. Ich will ja. Aufzug online. Aufzug reaktiviert. Aufzug online. Aufzug reaktiviert. Und im Jägern. Aufzug online. Aufzug reaktiviert. Aufzug online. Aufzug reaktiviert. Aufzug online. Aufzug reaktiviert. Aufzug online. Aufzug reaktiviert. Fast. Stopp. Aufzug online. Lass mich nicht. Da. Ach, gut geschafft. Dann verrückt mal. Ich programmiere kenne, ist in Wirklichkeit das hier ein Fahrstuhl, könnte man sagen. Und wir werden einfach in einen anderen Raum transportiert. Geh auf doch, mein Gott. Dr. Earl Serrano Status Update. Ich kann mir jetzt denken, warum die Alien-Maschine unseren... Die Anweisungen waren durch den zweiten DNA-Strang, die Anomalie zu verstellen. Wir haben ein neues, marktloses den Kopf gerne immer wieder abhacken, aber das geht ja nicht. Artefakt entdeckt. Hier haben wir eine. Super. Ich hätte was vergessen. Ja, nicht immer was. Das ist halt der erste Part. Das Ding jetzt und dann...
Weiß ich jetzt, wie man die Dinger transportieren kann. Ich finde nur noch drei. Verzeihung. Aber der hat weh getan. Nachladen. Ihr habt kein Recht darauf, dich zu fressen. Es überrascht Sie vielleicht, dass ich jemand der Wissenschaft. Ja, natürlich. Nein. Ob sie. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Falls ihr die optionalen Video. Optionalen Missionen sehen wollt. Kauft euch das Spiel. Obwohl ich ihn nicht verstehen kann, wenn er den Horror auch nicht verstehen will. Ja, super. Hallo. Nein, das darfst du nicht. Das darfst du nicht. Das darfst du nicht. Was ist das? Aktivieren, aktivieren, aktivieren. Ja, ich weiß, die Roboter wird langsam mal durchgeschickt. Ich bin die andere Roboter. Schlecht! Ärgern.
Ja gut, wohin? Ich habe noch ein Stück von Rosetta gefunden und schicke es dir jetzt. Welches Stück ist es? Schwierig zu sagen vom Querschnitt her, aber es ist nichts, was ich wiedererkenne. Okay, ich bereite es vor, sobald es hier ist. Hallo? Ein kleines Quiz, Isaac, um die Dinge ins rechte Licht zu bringen. Fakt: Der Originalmarker, der auf der Erde gefundene schwarze Marker, datiert den Aufstieg der Menschheit voraus. Verstehen Sie? Fakt: Der Marker strahlt ein Feld aus, das biologische Organismen wachsen lässt und sie mit der Zeit zu einem größeren Zweck weiterentwickelt. Sehen Sie, wohin das führt? Aktivierungsfehler. Bitte das Ventil erneut öffnen, um fortzufahren. Super. Sicher? Sicher. Sicher? Alles gesichert. Sicher gesichert? 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 Gesichert. Meine Festplatte ist gleich voll, deswegen kann ich auch nur eine halbe Stunde aufnehmen. Lass mich in Ruhe, lass das ist meine Waffe. Auf meinen Kopf. Mein Kopf, verschießt. Mein Kopf. Auf ihn. Hallo. Mein Gott. Nur weil ich keine Nerven habe, dieses Geschleiche da. Gott, nee. Verriegelt? Warum? Kannst du mir das sagen, warum du verriegelt bist? Nein, willst du nicht? Okay. Dr. Earl Serrano, Status-Update. Offenbar haben alle bisher gefundenen Exemplare einige überraschende Gemeinsamkeiten. Beispielsweise Riemen und etwas, das ich für Schwimmblasen und einziehbare Flossen halte. Für ein gefrorenes Ödland erscheint mir das recht ungesund. Es sei denn, es war nicht immer gefroren. Ich bin heute der Überzeugung, dass dieser Planet einst ein riesiger Ozean war und ein riesiges Ereignis auslöste. Hallo?
Oh. Ja. So geht's natürlich auch. Mir geht das nicht so gut. Fail, ich muss das Ding noch aktivieren. Nur noch eins. Okay. Es ist noch eins unterwegs. Isaac, diese Stücke. Bist du sicher, dass das Rosetta ist? Es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Weiter jetzt. Hallo! Nicht schießen. Oh, ist das mies! Öffnen! 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 Wo soll ich noch A drücken? Bist du verschnitten? Okay. Öffnen! Öffnen! Ist klar! Jetzt, wenn er alle getötet hat. Ja, super. Kacke! Phoenix Shuttles fliegen in der Gegenpatrouille. Oh Gott, lass dich bloß nicht klicken! Ich dachte, das heißt Survival Horror, nicht. Okay, das ist kein Survival Horror. Bist du bescheuert? Meine Verbündete. Sagen, was sind diese Geräusche? Auch wenn du böse bist, was sind die Geräusche? Mag ich. Gut, das wird auch ein bisschen länger als ich dachte. Wie jetzt? Da war ich doch schon.
Inhalte werden gespeichert, ja, super. Nicht jetzt. Okay, den letzten kann ich auch noch holen. Coop. Wie das Coop ist. Leider gibt es ja nie einen Offline-Coop-Player, sonst hätte ich das Spiel schon längst offline mit jemandem zugezockt. Ja. Hi. Wohin muss ich? Okay. Elefanten. Mach das Ding hoch. Wird ja auch dieses Set. Wie Sie selbst bezeugen können, stellt die Menschheit fast zwanghaft rote Marker her, Duplikate nach dem Abbild des Originals. Sie sind ein Teil von uns, wie der Planet, der uns gebar, vielleicht sogar noch mehr. Wir alle müssen unsere Rolle in der natürlichen Evolution des Universums erfüllen, Isaac. Was Sie anscheinend nicht akzeptieren können. Schön, dass wir das geklärt hätten. Ich muss leider aufhören. Gleich 15 Uhr, ich will auch noch selbst Freizeit haben, außerhalb des Let's Plays. Deswegen sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Dead Space 3, euer Jones 1.0 Spiele selbst. Bis dann. Aber es scheint ja doch ganz spaßig zu werden. Ich hoffe, ich kann demnächst öfters wieder aufnehmen. Tschüss.